Nach dem Fund von 39 Leichen in einem LKW-Container östlich von London sind mittlerweile 4 Verdächtige in Haft. Neben dem nordirischen Fahrer des Sattelschleppers wurden eine 38-jährige Frau und ein gleichaltriger Mann im nordenglischen Warrington festgenommen. Ihnen werden Totschlag und Menschenhandel in jeweils 39 Fällen vorgeworfen. Ermittlungen laufen auch gegen einen 48-jährigen Nordiren, der am Freitag im Londoner Flughafen Stansted festgenommen wurde. Wann und wo die 39 Menschen in den Container gelangten, bleibt unklar. Offen ist derzeit auch, wer die Polizei alarmiert hatte. Die 39 Leichen werden jetzt in einem Krankenhaus im englischen Chelmsford obduziert. Erst danach dürften ihre Identitäten feststehen. Britische Medien berichten, mindestens 6 Vietnamesen könnten unter den Opfern sein. Darauf deuten unter anderem SMS-Nachrichten hin, die offenbar kurz vor dem Tod von einem der Opfer verfasst wurden. Die britische Polizei hatte ursprünglich erklärt, alle Opfer stammten aus China.